Seien Sie herzlich gegrüßt. Ich bin Dr. Christoph Metzler und, wie unschwer an diesem kleinen Stethoskop erkennbar, Kinder- und Jugendarzt in eigener Praxis und ich bin auch Konziliararzt der geburtshilflichen Abteilung der Klinik Tettnang mit Sicht auf den Bodensee. Seit über 20 Jahren habe ich mit Babys und mit ihren Eltern zu tun. Habe selbst 4 Töchter. Und deshalb weiß ich, welch anstrengende, aber auch welch tolle Zeit vor Ihnen liegt. Mit diesem Video möchte ich Sie auf all das vorbereiten, was in den Stunden und Tagen nach der Geburt auf Sie als frischgebackene Eltern so alles zukommen wird. Sie werden während der Schwangerschaft von der Hebamme und durch diese Elternkurse bestens auf die Geburt selbst vorbereitet. Und mit der Geburt Ihres Babys wird sich nicht nur auf einen Schlag Ihre Familie vergrößern, sondern Sie werden auch mit viel Neuem, Unbekanntem und vor allem mit Fragen konfrontiert werden, auf die ich Sie gerne vorbereiten möchte. Und Sie werden sehen, dass das sehr sinnvoll ist. So werden Sie gleich nach der Geburt Ihres Kindes die Frage gestellt bekommen, ob es Vitamin K-Tropfen bekommen darf. Vitamin K ist für die Gerinnungsfähigkeit des Blutes von großer Bedeutung und wird seit Jahrzehnten den Neugeborenen direkt nach der Geburt gegeben. Früher in Form einer schmerzhaften Spritze, aber heutzutage gibt es sie in Form von Tropfen. Aber es braucht eben der Zustimmung der Eltern und deshalb werden sie gefragt. Und sie sollten diese Frage natürlich bejahen. Denn so können Sie verhindern, dass Ihr Baby durch einen möglicherweise vorhandenen Vitamin-K-Mangel eine gefährliche, manchmal sogar tödliche Blutung bekommen kann. Diese Tropfen werden insgesamt 3-mal gegeben, nach der Geburt, bei der Vorsorgeuntersuchung U2 und die dritte Gabe anlässlich der U3 im Alter von etwa 4 Wochen. Sie werden in den ersten Lebenstagen Ihres Kindes noch um eine weitere Einverständnis gebeten, mit Unterschrift, und zwar zur neugeborenen Stoffwechsel-Screening-Untersuchung. Und dazu sind einige Tropfen Blut Ihres Babys erforderlich, die werden meist aus der Ferse entnommen. Es wird nach Stoffwechselerkrankungen, nach Angeborenen gesucht, zum Beispiel nach der Schilddrüsenunterfunktion, die, wenn sie früh genug auf diese Weise erkannt wird, recht einfach behandelt werden und so das Kind sich ganz normal und gesund entwickeln kann. Zunächst wird das Neugeborene in den ersten Lebenstagen an Gewicht abnehmen. Und das liegt vor allem daran, dass vornehmlich Gewebswasser ausgeschieden wird. Bis zu 10% des Geburtsgewichts kann ein Neugeborenes in den ersten Lebenstagen verlieren, bis es dann normalerweise ab dem 3., 4. Tag wieder eine positive Gewichtsentwicklung zeigt. Alle Babys bekommen in den ersten Lebenstagen eine mehr oder weniger gelbe Hautfarbe. Man nennt das die Neugeborenen-Gelbsucht. Sie entsteht dadurch, dass die Leber anfangs noch nicht ihre volle Leistung bringt und sich deshalb der gelbe Blutfarbstoff, das Bilirubin, in der Haut ablagert. Ist das Baby sehr gelb, so wird durch eine Blutkontrolle oder über eine Hautmessung der Bilirubinwert bestimmt. Steigt er zu hoch, so werden die Babys meist müde, sie trinken nicht mehr richtig und es könnten auch bleibende Schäden entstehen. Und wenn eine solche Gefahr droht, wird eine Phototherapie durchgeführt. Und dazu wird das Baby immer wieder einige Stunden unter ein blaues Licht gelegt, was aber keine schädlichen Strahlen abgibt, sondern nur ein blaues Licht in einer ganz bestimmten Wellenlänge. Und dadurch wird die Haut in die Lage versetzt, den Blutfarbstoff abzubauen. Diese Phototherapie wird so lange durchgeführt, bis der gelbe Blutfarbstoff im unproblematischen Bereich ist. Meist sind es nur wenige Tage. Was die Haut des Neugeborenen angeht, so werden Sie in den ersten Lebenstagen einige oft überraschende Veränderungen feststellen. Ist die Haut am Anfang noch völlig rein, zart und wunderschön, so kann sie oft schon nach kurzer Zeit ganz fleckig und richtig pickelig aussehen. Und das ist der Neugeborenen-Ausschlag oder die Neugeborenen-Akne.
Man kann hier am Namen schon erkennen, dass es auch mit den Hormonen der Mutter zu tun hat, die das Baby über die Nabelschnur bekam und über die Muttermilch bekommt. Außerdem gilt es zu bedenken, dass das Baby 9 Monate lang im Fruchtwasser gelegen ist, also über 9 Monate in immer gleich flüssiger und immer gleich warmer Umgebung. Und dann muss es sich nach der Geburt mit Trockenheit, Kleidung, dem Waschen und wechselnden Temperaturen auseinandersetzen. Was Ihnen dabei aber auffallen wird, ist, dass dieser Ausschlag, der neben dem Gesicht auch den ganzen Körper betreffen kann, dem Baby offensichtlich überhaupt nichts ausmacht. Es hat keinerlei Juckreiz oder Missempfinden. Und deshalb werden Sie auch von den Hebammen, den Kinderkrankenschwestern und auch von mir die Empfehlung bekommen, dass Sie gar nichts zu machen brauchen. Keine Cremes, Salben oder Öle würden an diesem Ausschlag irgendetwas verbessern. Er wird von ganz von alleine im Laufe der nächsten Wochen wieder verschwinden. Auch die anfangs ganz trockene, sich abschuppende Haut rührt von dem 9-monatigen Aufenthalt im Wasser her. Auch da brauchen Sie nichts extra zu tun. Einfach warten und beobachten, wie es sich von alleine normalisiert. Und jetzt zu den Vorsorgeuntersuchungen. Sie werden bei der Entlassung aus dem Krankenhaus das Vorsorgeheft Ihres Kindes mitbekommen. Es ist gelb und deshalb heißt es das gelbe Heft. Hier werden alle Untersuchungsergebnisse eingetragen. Besonders interessant sind die letzten Seiten, auf denen Sie jeweils ablesen können, wie sich Ihr Kind im Vergleich zu den Altersgenossen befindet bezüglich des Kopfumfangs und der Größe und des Gewichts natürlich, was besonders interessant ist. Die erste Untersuchung, die U1, wird direkt nach der Geburt in der Regel von der Hebamme durchgeführt. Die zweite Untersuchung findet zwischen dem 3. und 10. Lebenstag statt, die sogenannte U2. Sie wird von uns Kinderärzten durchgeführt. Und dabei geht es darum, festzustellen, ob das Baby die ersten Anfangsschwierigkeiten überwunden hat. Und es wird eine komplette Untersuchung durchgeführt von allem, was ein Arzt sehen, fühlen und hören kann. Besonders eindrucksvoll ist immer die Prüfung der Neugeborenenreflexe, insbesondere der sogenannte Schreitreflex. Es handelt sich dabei um einen angeborenen Reflex, der nur in den ersten Lebenswochen nachweisbar ist. Leider. So muss nämlich jedes Kind das Laufen halt trotzdem richtig lernen, aber erst später, mit 1 Jahr etwa. Meist wird ebenfalls in den ersten Lebenstagen ein spezieller Hörtest gemacht, um nachzuweisen, dass auf beiden Ohren ein primäres Hörvermögen da ist. Ebenfalls wird die Sauerstoffsättigung an der unteren Extremität gemessen, womit ein bestimmter angeborener Herzfehler ausgeschlossen werden kann. Natürlich werden Sie so bald wie möglich mit Ihrem neugeborenen Kind nach Hause gehen wollen. Auch werden Sie zu Hause von Ihrer Hebamme weiterhin regelmäßig besucht und unterstützt werden. Ich empfehle Ihnen, nichts zu überstürzen und erst dann nach Hause zu gehen, wenn Sie sich im Umgang mit Ihrem Baby sicher fühlen und Sie grünes Licht vom Kinderarzt und den Kinderkrankenschwestern bekommen. Zwischen der 4. und 6. Lebenswoche soll die nächste Vorsorgeuntersuchung stattfinden, die U3. Deshalb ist es sehr sinnvoll, sich schon vor der Geburt über den zukünftigen Kinderarzt oder Kinderärztin Gedanken zu machen und ihn oder sie auszuwählen. Nach der Geburt und in den ersten Tagen zu Hause werden Sie froh sein, wenn Sie das schon im Vorfeld erledigt haben. Und denken Sie bitte auch daran, möglichst frühzeitig den U3-Termin beim zukünftigen Kinderarzt oder Kinderärztin zu vereinbaren. Bei der Entlassung bekommen Sie Vitamin-D-Tabletten oder ein Rezept darüber für Ihr Baby in die Hand gedrückt. Vitamin D ist für die Bildung eines festen Knochens und zur Verhinderung der Rachitis, der englischen Krankheit, erforderlich. Ab dem 10. Lebenstag sollte jeden Tag eine Tablette gegeben werden. Am besten, man löst sie in einem mit Wasser oder Tee gefüllten Teelöffel auf und gibt sie dann direkt in den Mund.
Es wird empfohlen, sie mindestens bis zum ersten Geburtstag, am besten auch über den zweiten Winter hinweg zu geben. Weil Schnuller das Trink- und Saugverhalten negativ beeinflussen können, versucht man in den ersten Lebenstagen ohne den Schnuller auszukommen. Also nicht wundern, dass es in manchen Kliniken gar keine Schnuller gibt. Wenn das Trinken aber klappt, dann spricht später nichts gegen einen Schnuller, vor allem wenn man das schreiende Kind in der Nacht beruhigen kann. Außerdem kann man den Schnuller eines Tages von der Schnullerfee klauen lassen, was mit dem Lutschdaumen nicht so einfach möglich ist. So, mit diesen Informationen sind Sie in meinen Augen bestens auf die ersten Lebenstage Ihres Kindes vorbereitet. Aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie über die ersten spannenden Lebenstage hinaus noch eine Menge an für Sie Neuem mit Ihrem Baby erleben werden. Wenn Sie wollen, dann können Sie durch das Anhören des von mir besprochenen Hörbuchs oder durch das Lesen des Buches »Mein Kind im ersten Lebensjahr« Ihren Wissensdurst löschen. Sie finden alle wichtigen Informationen hierzu auf meiner Homepage kinderarztvombodensee.de. Ich wünsche Ihnen eine möglichst stressarme Geburt und viel Freude mit Ihrem Baby.